Guten Morgen, Tag Nummer 10. Und guten Morgen. Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen, muss man ja hier schon sagen. Hier aus dem weit verträumten Dürnitz. Und heute folgt die Steigerung zu gestern. Ja, na, die Steigerung von gestern. Wir sind ja schließlich und endlich schon am Enzberg. Jawohl. Ich muss sagen, heute haben wir noch ein bisschen einen schwierigen Tag. Ähnlich wie gestern. Mhm. Wenn ich da rauf schaue, ich glaube, wir müssen auch da rauf. Ja, ich glaube auch, dass wir da hin müssen. Ja, wir hatten, haben wir ein schönes Quartier gehabt. Gutes Abendessen, gutes Frühstück. Gute Zimmern. Es war wieder Zimmer, ja. Okay, war alles super, toll. Wir sind sehr motiviert, muss ich sagen. Ne? Ja, schon, weil heute ist das Wetter ja traumhaft. Es ist Sonne, nicht wirklich eine Wolke am Himmel. Sonne schon seit in der Früh. Ich glaube, heute kriegen wir wirklich endlich einmal unsere Fernblicke. Unsere wirklich schönen Fernblicke, weil gestern waren sie auch schon so gut. Und wir werden uns melden, wenn wir da oben sind, glaube ich. Ja? Genau, weil da gibt es das erste Mal was zum Schauen. Und jetzt gehen wir los. Hallo Freunde, es ist einfach nur traumhaft. Das ist jetzt definitiv der höchste Punkt des niederösterreichischen Mariazellerwegs. Hier sozusagen auf, naja, nicht ganz 1400 Meter und es ist einfach nur traumhaft. Ja, außer traumhaft war es auch anstrengend. Wir sind jetzt knappe 4 Stunden nur bergauf. Nur bergauf, ja. Und man muss sich aber vorstellen, das ist nicht nur Forstwege, das ist, also es war sehr unterschiedlich, aber es ist traumhaft schön. Das Wetter hat uns zur Seite gestanden mit ein bisschen Wind, Sonne und so. Trocken ist es auch. Und wir stehen jetzt am höchsten Gipfel dieser Tour. Beim Bergerhaus, was leider zu hat. Auf der linken Seite von uns ist der Ötscher. Das zeige ich euch dann eh gleich. Also es ist wirklich traumhaft. Der Peter zeigt euch jetzt dann ein Video rund um den Dumpen. Leider hat die Alpenhütte zu hier, aber
Uns ist gesagt worden, dass da unten ein Ausschank ist. Ausschank hat. Und wir werden da oben schauen, ob wir da unten was zum Trinken kriegen. Ja, also ich bin stolz auf uns, genau, dass wir das geschafft haben. Bis jetzt daher geschafft haben. Okay. Na gut, also dann. Bis zum nächsten. Ciao. Herzlich willkommen hier vom Annaberg. Und das ist ja etwas, was wir machen wollten, denn in dieser Gegend kamen wir ja noch nie irgendwie. Und das wollten wir immer schon mal über den Annaberg gehen und jetzt sind wir wirklich da. Ja, es ist wirklich wie wenn wir, was weiß ich, einen Marathon gemacht hätten. Es ist noch nicht unser ganzer Marathon, nicht, aber richtig, es ist ein Stück von dem Marathon. Und es ist ja wirklich, man sieht da hinter, im Hintergrund die Kirche. Und ja, es ist ein hervorragender Tag gewesen. Er war zwar anstrengend, aber ich würde ihn nicht vermissen mögen. Also er war wirklich anspruchsvoll, aber schön. Aber sehr schön, ja. Und dann oben auf der Hütte haben wir noch eine gute Jause gehabt. Und ja, bei der Halterhütte, das war echt toll. Ja. Ja, jetzt haben wir schon noch ein Stück, also, aber es ist jetzt, das Gröbste ist jetzt auf jeden Fall überstanden. Es kann schon sein, dass wir noch irgendwo verhügeln müssen, aber, ja, aber letztendlich haben wir ja oben schon gesehen den Ötscher und wir haben schon gesehen die Gemeindealpe. Also, wir sind ja eigentlich schon mehr oder weniger im Mariazeller Land fast, ja, kann wir man haben sagen. Starke 12 Kilometer noch und die, wie gesagt, von der Zeit her, jetzt ist es über 3. Also da brauchen wir nicht wirklich rennen und stressen. Und stressen. Also es wird noch ein schöner Spaziergang werden. Das Wetter ist ja optimal. Ja. Mit Sonne und das von den Temperaturen optimal. Nein, wie gesagt. Aber der Peter wird euch das beweisen mit Bildern und Fotos und Berichten. Ja, wir gehen jetzt ein Stück noch. Und dann hören wir uns wieder, wenn wir irgendwas Interessantes sehen. Und dann genau, denke ich schon. Okay? Ciao. Tschüss. So, wir sind da jetzt da beim Pass an Josefberg, ja. Sind da jetzt ja, vom Annaberg sehr elegant und entspannt runter marschiert. In Drohnen, entflohen. Sind jetzt eigentlich so eine Stunde vor Mitterbach und dann haben wir es auch für heute. Ja, na Gott sei Dank. Wir waren sehr tüchtig, aber näher sagen wir dann eh beim Schlussplädoyer. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Aber es geht uns noch gut. Ja. Auch wenn es nicht so ausschaut. Auch wenn es nicht so ohne war. Aber das erklären wir dann eh. Ansonsten, wie gesagt.
So. Jetzt habe ich so lange gewartet, um diesen Satz sagen zu können, aber den lasse ich mir natürlich nicht nehmen, denn genau da schließt sich der Kreis. Hier sind wir damals von den oberösterreichischen Mariazellerweg runtergekommen, von den Ötschergräben hier hinein. Und ja, heute haben wir es zum Glück nicht mehr so weit, also wir gehen nicht mehr nach Mariazell. Aber das musste ich euch einfach zeigen. Auch einen Joe, der sich jetzt hier auf ein Holzmotorrad setzt. Auf ein Motorrad, ja. Ja. In der Hoffnung, dass er damit die letzten 400 Meter ins Ziel fahren kann. Schauen wir mal.